Und jetzt, jetzt gibt es den Welthit. 2003 über 2 Millionen verkaufte Alben in 4 Ländern auf Platz 1 der Charts, in der Redaktion, in der Produktion unten am Pool und ich denke auch alle Zuschauer werden jetzt mithüpfen zu diesem riesengroßen Hit In the Shadows. Hier ist The Rasmus. Shadows, wow. 14 Jahre jung und immer noch zum Mithüpfen. So.